Werkstatt auf AEG, wo wir heute Geschichte schreiben werden, denn wir feiern mit Ihnen heute die Utopie. Anstatt ihre Meinung wörtlich äußern, dann werden theatrisch und mit Gesichtsmimik das auch zeigen. Dann wird zum Beispiel so ein Bild und darauf werden wir bemalen. Macht. Noch nie wurde so viel getanzt und gelacht. Die Umwelt wird gereinigt, das Volk wird vereinigt. Alle sind zufrieden, nur die Unsicherheit ist geblieben. Der Enkel auch in Erwartung einer fantastischen Geschichte, bei der das Gute gewinnt. Erzähl mir eine deiner tollen Legenden. Und der Großvater räuspert sich und beginnt. Thank you.
Das heißt, wann immer ihr einen aufgedehnten Klangteppich hört, schließt wie wir die Augen und lasst eine Szene in eurem Kopf entstehen. Das machen wir nämlich auch und wir improvisieren dazu eine Szene mit Einleitung, Konflikt, Höhepunkt, Katharsis. Guck mal, die Klospülung klemmt schon wieder. Hast du den Wasserhahn ausgedreht, den Hauptwasserhahn? Nee, dann konnte ich ja die Klospülung nicht bewegen. Ja, die Waschmaschine läuft dann aus. Ich hab die ausgedreht. Und Mama würde uns killen. Mama? Und Papa. Und Papa. Das ist so krass. Ja. Du wolltest immer campen gehen. Was? Wieso? Schatz, du willst immer campen gehen. Ja! Aber das geht nicht. Es ist so unnormal. Ja, was du? Die verdammten Insekten, die waren doch schon mal so gut wie ausgestorben. Wo kommen die wieder alle her? W, W, X, Y, Z. И она называется любовь. Только одна скорость, и она называется жизнь. Я не хочу себя делать. Я не хочу прихорашиваться ради утопии. Να μην καθυστερώ. Να βιάζομαι να συναντήσω τον άλλο. Θα ήθελα να μεγαλώσω τα χέρια μου. Να χωρούν περισσότεροι στην αγκαλιά μου. Porque la utopía es un camino, no una meta. Y se vive y respira cada día, a cada paso. انقدر این کار رو ادامه میدم تا اونا بالاخره بیشتر سعی بکنن خوبی های آدم های دیگر ببینن. Das nächste Woche ein bisschen an unsere Aktivität. Bleibt da und macht Musik miteinander. Yes.